Hallo, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Mission PlayStation Full Set. Das Format, wo ich versuche, komplette PlayStation 1 PAL Games zusammenzubekommen. Sehr gut. Komplett. Sehr gut. So, wir machen weiter. Ich bin nicht so ein Profi wie du, weißt du? Deswegen, ich muss mir kurz überlegen. Du bist noch in der Ausbildung, du bist mein Elten. Ja. So. Ich habe hier noch Besuch von meinen Cousins hier, deswegen. Hello. Hinter der Kamera. Full heute, full House. Full House, echt, warte mal, ist das jetzt wieder gerade? Wo gucke ich denn jetzt? Wo ist deine Wasserwaage überhaupt? Wo ist denn die jetzt? Hä? Du hast doch letztes Mal gesagt, ist die Wasserwaage ja, gerade, oder? Ja. Jetzt haben wir es wieder. So, also. 980 Titel waren es in der letzten Folge. Heute kommen wieder 11 neue dazu. Wollen wir loslegen? Ja, natürlich. Okay, fangen wir mit einem Prügler an. Let's go. Da hatte ich in den letzten Folgen schon den ersten Teil. Jetzt habe ich den zweiten Teil auch auf der Börse gefunden. Zero Divide 2. Ich sage immer, das ist das bessere Rise of the Robots. Es ist ein cooles Beat'em Up auf jeden Fall. Und das ist der zweite Teil. Die sind aber auch, glaube ich, auch nicht so öfter vertreten. Sind zwar jetzt keine teuren Titel, aber der erste Teil und zweite Teil, ja. Billig sind sie jetzt auch nicht. Nicht unbedingt, ja. Und ich habe das in einem Bundle-Deal gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich wirklich dafür bezahlt habe. Das war ein großer Paketpreis. Zero Divide 2 macht den Start. So, dann ein Racing-Game, was auf den ersten Blick billig aussieht, aber ist auch nicht so günstig. Ist aber auch nicht so teuer. Also 15, 20 Euro bist du dabei. Aber halt für so ein Racing-Game ist das schon nicht wenig. Radikal Bikers. Also steht ja auf Deutsch. Ja. Also sagen wir Radikal Bikers. So. Der verrückteste Job der Welt. Spring auf deinen Motorroller und nimm die Herausforderung an. Auf den gelebten Straßen der Welt musst du LKWs, Autos, Hindernissen der Polizei und Passanten ausweichen und so weiter und so fort. Aber ich dort in so einem guten Zustand, oder beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie das ist, aber finde ich auch nicht so oft. Nö. Also online, sage ich mal. Nee, das ist ja von der Börse. Ja, klar. Also die sind auch von der Börse. Nee, ich meinte jetzt online, wenn du kaufen möchtest, weißt du? Ja, gut, wenn da jemand nicht vernünftige Fotos macht, dann ist das halt immer ein Glücksspiel, ne? Ja. So, dann haben wir Crusader No Remorse. Kenne ich vom PC von früher, ist auch so ein Strategietitel, was seinerzeit bei uns, auch. Das war indiziert, ne? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche. Nein, nicht das. Das Dark Star. Dark Star? Nein, ich weiß schon, worum ich rede. Das war mal indiziert. Ich weiß nur nicht, ob es noch indiziert ist. Okay. Crusader No Remorse. Erfolgte die Indizierung am 17. 97? März. Erfolgte die Indizierung durch die Bundesprüfstelle für Junggefährde Medien. So, 25 Jahre sind vorbei, also müsste das theoretisch wieder freigegeben sein. Ja. Nicht mehr indiziert. No Remorse nicht mehr indiziert. Na. Also, ich darf darüber sprechen. Haben wir geklärt. Ich wusste aber, dass das indiziert war damals. Warum das der Fall ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat man da ein Pixelblut gesehen und deswegen war gleich vorbei in Deutschland. Ja, ist halt ein Strategietitel. Du steuerst da irgendwelche... ich habe es nie wirklich gespielt, keine Ahnung. Du steuerst da irgendwelche Leute, wie bei Syndicate, so in dem Dreh. Machen wir weiter mit Jersey Devil. Cooles Spiel. Ja, ist so ein Plattformer. Ja, so ähnlich wie Spyro the Dragon ungefähr. Da haben sie versucht, ein neues Maskottchen, halt so eine neue Cartoon-Figur zu etablieren, wie es damals zu der Zeit üblich war. Und der sich auch nicht durchsetzen konnte. Aber verkehrt ist das Spiel nicht. Ist jetzt auch nicht allzu billig. Ich habe jetzt aber auch nicht so viel dafür bezahlt, weil der Zustand so ein bisschen heikel ist. Aber du kannst die Hüllen ja immer wechseln. Jersey Devil. Von Marlow Film Interactive. Habe ich noch nie von gehört. Ocean, okay. Der Ocean war wahrscheinlich Publisher. Publisher, okay. So, machen wir weiter. Mit einem, sieht aus wie so ein Rennspiel, For the
Nein, To the Extreme Rushdown. Kanu, Snowboard und ja, Fahrrad oder Motocross. Motocross. Ja. Wobei, seit wann fährt Motocross hier auf offener Straße? Ne. Ne? Egal, keine Ahnung. Ist leider ohne Anleitung, aber hat mir halt noch gefehlt. Und ich kann es jetzt erstmal auf jeden Fall abhaken. Oh, jetzt habe ich ein Spiel für dich. Ja, Hammer. Auch indiziert gewesen, glaube ich. Ist jetzt wieder, glaube ich, frei, aber. Gucken wir mal. Es geht um Barbie Supersport. Und ja, Leute, die Barbie-Spiele sind alle gar nicht mal so billig, ne? Ich meine, was meine ich mit nicht billig? Also, so Billo-Titel sind für mich immer so 3 bis 5 Euro, aber so normalpreisige sind für mich immer so 10, 15, 20 Euro und das ist dort eher in der Kategorie. Ja, in der Kategorie, ja. Aber ja, ist halt Fullset, ne? Da kommt auch ein Barbie Supersport mit rein. So, bringen wir mal ein bisschen Qualität rein. Das ist ein cooles Spiel, ja. Genau, Roll Cage ist ein richtig cooles, ja, Run and Gun, nicht Run and Gun, Race and Gun mäßig, so, ja. So, so ein bisschen abgespecktes Twisted Metal, ein bisschen, ja, so Wipeout mäßig, ein bisschen halt, fährst da durch Rohre und so ein Quatsch, ne? Ja, war schon cool. Ist leider auch ohne Anleitung. Ich bin der Meinung, wenn ich mich recht entsinne, die Anleitung war mehr so ein Faltpostermäßig, wenn ich mich nicht täusche. Und war cool gemacht. Fehlt mir auf jeden Fall jetzt quasi, aber das Spiel kann ich abhaken. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Muss ich mal gucken. Ja, war aber auch nicht teuer. Also ich habe, glaube ich, 4,99 dafür bezahlt auf der Börse. Kannst du mitnehmen. Kann man mitnehmen, wenn es einem fehlt, ne? Ja. Kommen wir zu... Ja. Life Force Tanker. Ich dachte, ich hätte das Spiel. War übrigens, glaube ich, auch indiziert. Indiziert, ja. Hatte ich gar nicht. Es hatte mir gefehlt. Und das ist komplett. Und hat mich auch nur einen Zehner gekostet auf der Börse. Fand ich auch okay. Zustand ist jetzt auch nicht so prickelnd, dass... Ne, wisst ihr ja, wie das mit den Höhlen ist für die PS1. Und ja, aber trotzdem ist ein technisch richtig gutes Ding für die PS1. Also von der Technik her ist das echt gut gemacht. Für so einen frühen Titel, sage ich mal. Titel, ja. Macht Spaß. Halt ein Ego-Shooter, ne? Life Force Tanker. Kommen wir zu einem... Ja. Zu einer Collection, die es auch öfters gab. Die wurden damals nicht so häufig verkauft, weil ja zu der PS1-Zeit wollten die Leute halt mehr 3D haben als diese alten Kamellen hier oder die ollen Kamellen. Midway Presents Arcade's Greatest Hits, Midway's Collection 2. Da sind halt so ein paar Sachen drauf wie Blaster, Burger Time, Jaws 2, Moon Patrol, Root Beer, Tapper, Splat, Spy Hunter. Ja, das sind wirklich immer richtig, richtig alte. Ja, es sind halt richtig, richtig alte Arcade-Klassiker, wie es der Name vermuten lässt. Ja. Arcade's Greatest Hits. Greatest Hits, ja. Hat mir aber noch gefehlt, da gibt es ja ein paar von und ja. Kann ich jetzt auch abhaken. So, zwei Titel habe ich da noch und eins fand ich richtig cool, dass ich das auf der Börse gefunden habe, weil ich weiß gar nicht, ob das bei uns in Deutschland erschienen ist. Ich habe das schon länger in der eBay-Beobachtung gehabt, weil ich den Titel überhaupt nicht kenne, das Cover überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Überhaupt nichts. Ne? Und gab es nur aus England zu kaufen und ich bin der Meinung, aus England importieren hätte mich irgendwie 30 Euro, 35 Euro gekostet. Und ja, auf der Börse fand ich es für 16,99 war es ausgepriesen oder angepriesen und ich habe gesagt, nehme ich gleich mit. Es fehlt mir nämlich. Es geht um Baby Universe. Und ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Da steht 3D Kaleidoskop. Welcome to Baby Universe. Take your mind to another level. Submerge your senses in kaleidoscopic light shows generated by any audio CD. Ah, okay. And controlled your style. Okay, also du packst das Spiel rein, das Spiel lädt in den Speicher der PS1 wahrscheinlich. Dann holst du das Spiel raus, packst eine Audio CD rein und der... Also so wie der frühe Windows Media Player, so Styles und Equalizer-mäßig und so. Nee, nicht Equalizer, Equalizer war... Ja, so wie Lichtershow. Genau, so ein Blödsinn halt, ne? Ja. Guck mal, was die für alles gemacht haben, ne? Baby Universe, ja. Okay.
Kann ich jetzt aber somit abhaken und muss das nicht aus England importieren. Das ist ja immer cool, wenn man solche Sachen ja auf Börsen findet. Ne? Dann kann man sich echt Zoll und Versand und den ganzen Blödsinn sparen. Ja. So, dann kommen wir zum Highlight des Videos. Weißt du, was das ist? Ja. Okay. Rainbow Island Bubble Bubble. Ja, genau, das ist es. Das ist es, genau. Rainbow Island Bubble Bubble, also featuring Rainbow Island. Also, Island, ja. Ja, Rainbow Island ist ein Arcade-Hüpfer quasi und Bubble Bubble sind diese beiden Drachen da. Ich weiß, ne, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Und das Ding ist auch nicht mehr so billig. Ich habe es von einem Sammlerkollegen auch von der Börse zu einem echt Top-Preis. Ich glaube, 35 Euro habe ich bezahlt. Er hatte 55 dran stehen, was so der normale Preis ist. Und er hat gesagt, ey, komm, sag was. Und so dreist, wie ich war, habe ich, glaube ich, 30 gesagt. Und er hat gesagt, komm, pack noch einen Fünfer drauf, dann ist das okay. Habe ich auch, ohne zu überlegen, habe ich gesagt, komm, 35. Genau, Günay, von Günay war das, Kollege. Danke nochmal für den fetten Deal. Bleibt in der Sammlung, definitiv. Und bereichert sie natürlich. Und ja, bringt dem Ziel Neo. Das Full Sets näher, ja. Full Sets näher. Das Rainbow Island kommt übrigens jetzt auch auf der Switch. Aber von. Jetzt kann ich natürlich fragen, was kommt nicht auf die Switch? Ja, ja nee, weil das jetzt gerade da ist, weißt du, Rainbow Island. Ja, das, okay, ich habe schon verstanden. Das kommt auch, ich glaube, Strictly Games bringt das raus. Bubble Bobble für die PS1. So, das waren wieder 11 Spiele. Das heißt, wir haben letztens 980 gehabt. Und landen bei 991. 91, ja. Das ist nicht mehr viel bis 1000. Ja, nur noch 9 Stück und dann ist die 1000 geknackt. Ja, nee, bei 9 Stück ist die 1000 noch nicht geknackt. Dann ist sie genau 1000, ja. Egalisiert. Ja, bei 1001 haben wir. Bei 10. Bei 10, ja. Yes, bei 10 haben wir. 1000 in einer Nacht. Was? 1001? Einer Nacht. Dann bist du bei 1001. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Viel Spaß beim Zocken und ciao, ciao. Ciao.